Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Von mir gibt es heute ein kleines Unpacking. Es gibt zwei kleine Bestellungen, die ich aufgegeben habe. Zum einen habe ich hier eine Medimops-Bestellung liegen und ich habe eine Duft- und Raumbestellung hier liegen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich tatsächlich jetzt Werbung einblenden müsste, weil ja eigentlich selbst gekauft. Aber ich blende das jetzt vorsichtshalber einfach mal ein. Ich bin mir da gefühlt wie viele andere auch noch nicht so richtig sicher, was ist richtig und was nicht. Ich starte mit den Büchern, komme dann zur Duft- und Raumbestellung und in beiden ist auf jeden Fall sehr, sehr cooles bei. Ja, das ist das Medimops-Paket. Ich hatte einiges an Büchern und besonders DVDs und CDs aussortiert und habe mir im Grunde den Betrag bei Momox gut schreiben lassen und dann bekommt man 20% on top. Und dann habe ich mir, glaube ich, 3 Bücher bestellt und für meine Schwester ein Spiel. Das habe ich schon raus und ich glaube für sie auch noch ein Buch. Aber ja, dementsprechend habe ich jetzt theoretisch nichts dafür bezahlt. Es war im Alt gegen Neu sozusagen. Und wir greifen einfach mal rein, denn es sind 2 Bücher der gleichen Autorin dabei. Und das ist schon das erste Buch. Das ist von Nina George, die Mondspielerin. Und mir hat ja von Nina George die Schönheit der Frauen, sehr gut gefallen. Ich komme gerade nicht drauf, es liegt hier andersrum. Und ich habe ja auch noch das Lavendelzimmer, die Lavendeltreppe von ihr auf dem Sub. Mich hat aber die Mondspielerin unglaublich angesprochen und ich glaube, jeweils die Bücher haben so um die 5 Euro gekostet. Das eine ein bisschen was drunter, das andere drüber. Es ist immer sehr gut. Ich muss hier aber sagen, dass ich das tatsächlich nicht sehr gut finde. Es ist sehr, sehr rund gelesen. Stört mich persönlich nicht, aber für mich ist das tatsächlich kein sehr gut. Und ich habe auch 3, 4 Leserillen drin. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Es sieht halt einfach gelesen und auch geliebt aus. Das muss man ganz klar sagen. Es sieht definitiv aus, wie wenn es öfter gelesen wurde. Wäre für mich Zustand gut, aber ich muss auch sagen, dafür, dass das Buch noch fast die Hälfte gekostet hat, war schon relativ teuer, aber man hat ja immer noch die Hälfte gespart. Und es heißt hier eine Geschichte voller Hoffnung, Weisheit und bretonischem Zauber, eine Geschichte über das eigene Leben, für das es nie zu spät ist. Und ich freue mich drauf. Es hat sehr, sehr schön geklungen und ich glaube, dass ich Nina George auf jeden Fall spätestens im nächsten Jahr dann sozusagen wirklich meine volle Aufmerksamkeit widmen möchte und freue mich, dass dieses Buch bei Medimops erhältlich war. Ein Buch, auf das ich mich mega, mega, mega freue, ist von Dan Simmons, Sommer der Nacht. Es wird mal wieder Zeit für einen Dan Simmons und ich würde im November gerne Sommer der Nacht lesen in der Dan Simmons Lesegruppe. Die findet ihr immer unten in der Infobox und ich glaube, im November ist es Zeit für Sommer der Nacht und es ist, soweit ich weiß, es gibt im Januar, Februar ein neues Buch von Dan Simmons, das nennt sich Elm Haven. Und soweit ich das jetzt richtig aber verstanden habe, ist Sommer der Nacht sozusagen der erste Teil von Elm Haven und es gibt zu Sommer der Nacht wohl irgendwie noch so eine Art Fortsetzungsbuch. Also es ist keine Reihe, aber die Geschichte um Elm Haven geht irgendwie weiter. Ich weiß aber jetzt gar nicht, wie das zweite Buch hieß. Und in diesem neuen Buch, was jetzt im Januar, Februar erscheint, sind wohl beide Bücher in einem. Also wobei ich das ja jetzt schon mega dick finde. Also damit, dass man sagt, man würde noch 2 Bücher zusammenpacken. Und ich weiß jetzt aber wirklich gar nicht, wie dann das zweite Buch irgendwie hieß. Ach, lesen Sie weiter im Auge des Winters. Ja, und diese beiden Bücher sind dann ab Januar, Februar eben in diesem Elm Haven von Dan Simmons vereint. Und ich hatte mich schon auf eine neue Geschichte gefreut. Bin aber drüber gestoßen, weil es hier eben direkt anfängt mit Sommer in Elm Haven. Und dann habe ich mir den Klappentext zu Elm Haven durchgelesen und dann war klar, dass das eine Zusammenfassung dieser beiden Bücher ist. Es ist ein preisgekrönter Thriller und Stephen King sagte, das ist eines der wenigen Bücher, die man gelesen haben muss. Dan Simmons schreibt wie ein Gott. Ich kann kaum sagen, wie sehr ich ihn beneide. Ich glaube, das hat er bei Terror auch schon gesagt. Ich bin mega gespannt. Wir sind hier in Elm Haven, einer amerikanischen Provinzstadt. Die Schulferien stehen vor der Tür.
Doch dann ereignen sich mysteriöse Dinge, die den verschlafenen Ort in Aufruhr versetzen und für eine Gruppe von Freunden das Ende der Kindheit bedeuten. Ich weiß, dass ich bei Elm Haven noch sehr beim Klappentext an S gedacht habe von King und dachte, es ist bestimmt Absicht, wenn man so auf dieser S-Welle reitet, dann versucht man den Klappentext so zu klingen. Der hier klingt zwar auch schon, ja, es gibt eine Gruppe von Freunden, aber es klingt nicht ganz so S-lastig. Ich bin sehr gespannt, freue mich drauf und jeder, der Lust hat, das Buch mitzulesen, ja, kommt einfach in die Gruppe. Ich denke mal, dass da zum jetzigen Zeitpunkt, wenn das Video online kommt, bestimmt auch schon die Info drin steht, dass wir das Buch lesen werden. Ja, weil jetzt ist es bei mir erst Mitte September. Ich glaube, das Video kommt wahrscheinlich, glaube ich, nach Drehplan erst Anfang Oktober online. Also ihr habt noch einen Monat Zeit, um ja, euch das Buch zu besorgen. Ja, dann habe ich mir, wie gesagt, das zweite Buch von Nina George in der Bestellung, das Traumbuch, besorgt. Und darüber bin ich gestolpert, weil jetzt, glaube ich, das Taschenbuch herauskommt. Und ich mir dachte, Mensch, das klingt so schön. Und habe dann aber gesehen, dass es eben schon mal herausgekommen ist als Hardcover. Und ja, auch das ist sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, hier ist natürlich am Schutzumschlag schon ein bisschen, ja, wahrscheinlich Lagerabdrücke. Aber sonst sieht das Buch gut aus. Und es heißt so schön, können uns falsche Entscheidungen glücklich machen? Das Leben steht aus der Summe stündlicher Entscheidungen. Doch welche sind richtig? Welche führen zu Glück, Liebe, Freundschaft? Welche zu Verzweiflung und Einsamkeit? Mit dieser existenziellen Frage ringen die Verlegerin Eddie, der Kriegsreporter Henry und der hochsensible Teenager Sam, als Henry nach einem Unfall ins Koma fällt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es klang von den Beschreibungen her auch wirklich nach einem ganz, ganz tollen Buch. Und ich fand ja wirklich, dass Nina George schreiben kann. Und ja, freue mich jetzt wirklich auf diese beiden Bücher. Wie gesagt, beide so um die 5 Euro. Und ich glaube, der Sommer der Nacht von Simmons war ein bisschen teurer. 6,70 Euro oder irgend so. Ja, man muss natürlich sagen, dass gebraucht denn Simmons auch nicht unbedingt viel günstiger ist, als würde man das echte Taschenbuch. Also, na, aber gut. Nachdem ich ja nichts gegen gebrauchte Bücher habe und gerne und mich freue über 3-4 Euro Ersparnis, passt das natürlich schon. Ja, das waren die 3 Bücher aus der Medimops-Bestellung, über die ich mich sehr, sehr freue und die jetzt dann auch spätestens im neuen Jahr zu entdecken und ja, Dan Simmons im November. Also schaut in der Gruppe vorbei, wenn ihr Lust habt. Und dann habe ich, ja, als ich krank war, bei Duft und Raum bestellt. Ja, und wie ihr seht, es heißt hier schon, also es geht hier um die Temperaturen und auch das Glas drin ist. Das bedeutet, die Steffi hat tatsächlich ein Glas bestellt. Und ich ja, habe so einiges bestellt. Es fehlt auch noch ein bisschen was, denn ich hatte mir damals vorbestellt die beiden Country Candles Einhorn Düfte als Melz. Die sind leider jetzt noch nicht mit in dieser Bestellung, weil die ja, glaube ich, erst Ende September, Mitte Oktober ausgeliefert werden. Und wir wühlen uns jetzt hier mal durch das Papier. Und ja, ich habe direkt ein Geschenk. Einen wunderbaren Herbstduft als Geschenk beigelegt. Der Autumn Glow, also der Herbst Glow Glanz. Ja, riecht ja sehr frisch, sehr kühl, sehr holzig. Kenne ich schon. Mag ich. Mag ich nicht zu viel. Also ich bin da wirklich jemand, der wirklich nicht mehr als ein Viertel Tat verwendet, sonst ist der mir zu parfümig, zu stark. Riecht auch ein bisschen wie ein Männerduft. Also wie ein Mann nach der Rasur riecht. Nach einem tollen Männerduft. Ja, riecht lecker. Mag ich gerne jetzt so in der Herbst-Winterzeit. Und der gefällt mir gut. Da habe ich, glaube ich, auch tatsächlich nur ein halbes Tat vom letzten Herbst übrig. Da freue ich mich im Grunde auf Nachschub. Ja, dann klassischerweise Haribo mit dabei. Und dann ist der neue Herbstduft angekommen. Autumn Pearl. Den habe ich mir ja auch mitbestellt. Ich hoffe, dass ihr so ein bisschen das wunderschöne Label erkennen könnt. Und es gibt in diesem Jahr wohl nur einen neuen klassischen Herbstduft. Und ja, Autumn Pearl habe ich schon geschnuppert. Mal in Berlin. Und zwar hat uns da eine Dame von Yankee Candle im Karstadt mal dran schnuppern lassen in so einem Magazin, wo sie uns diesen Autumn Pearl vorgestellt hat. Und der roch da schon gut und der riecht jetzt auch sehr gut. Der riecht sehr, sehr weich, auch ein bisschen parfümig, aber eher ja, weiblich. Es sind wohl Fräschen drin. Das könnte man so ein bisschen rausbekommen. Es riecht nach Sträuchern, nach Gras. Ach, und es riecht einfach so wie ein frischer Herbstmorgen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz toller Duft.
Gefällt mir sehr gut. Bin mega gespannt, wie der warm schnuppern wird. Und ja, gefällt mir auch wirklich vom Leben. Also ich glaube, die Kamera nimmt, schluckt jetzt so ein bisschen das Licht, wenn ich weiter rangehe. Ja, guck mal auf Instagram. Da werde ich auf jeden Fall auch immer ein bisschen berichten zu den Düften. Ja, in Stories oder auch auf Bildern. Und guck da einfach mal vorbei. Und riecht auf jeden Fall lecker. Ganz, ganz toller Duft. Und freue ich mich sehr, dass ich ihn mit bestellt habe. So, dann habe ich, ja... Ich habe einen neuen Lieblingsduft in diesem Jahr, jetzt mal hier das Papier weg, einen neuen Duft, Lieblingsduft in diesem Jahr kennengelernt. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin, ja, ein Opfer. Ich war nicht meiner selbst. Ich war krank und habe bestellt. Ich habe dreimal den Fiji bestellt, in dem Fall jetzt von Country Candle. Ich hatte auch schon den anderen und da beide gleich gerochen haben, habe ich mich... ist einfach ein Träumchen. Ja, ich habe jetzt mich einfach für Country entschieden. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Ja, es gibt leider vom Fiji nur Gläser und das Daylight. Das ja im Grunde eine große Duftlampe, nein, ein großes Teelicht ist. Und das stört mich aber gar nicht. Ich habe einen Fiji auch so abbrennen lassen. Das ist ein unglaublich intensiver Duft. Und den anderen habe ich den Docht raus, also das ganze Daylight raus, den Docht raus und habe ihn dann in Stückchen gebrochen und habe ihn auch in die Duftlampe, weil ich finde auch ein Viertel Stückchen von dem Daylight ist absolut ausreichend in der Duftlampe. Und ich bin jemand, der tatsächlich lieber die Duftlampe nutzt, einfach weil dann halt keine offene Kerze sozusagen, keine offene Flamme so direkt auf dem Tisch steht, wo meine Katzen rangehen könnten. Und der Fiji ist einfach ein Sommerduft. Es ist für mich der perfekte Sommerduft. Ich glaube, ich habe noch nie so einen tollen Sommerduft gehabt und ich freue mich, den jetzt tatsächlich noch im Oktober, September abbrennen zu können. Ich glaube, der wird bei mir auch im Dezember schnuppern, weil ich den so toll finde. Das ist so obstig, so fruchtig, so frisch, ein bisschen blumig und es riecht einfach, also es erinnert mich stark an die Karibik, wenn es so ein bisschen feucht ist durch die Luftfeuchtigkeit und man geht so durch einen karibischen Garten, die man ja durchaus in Hotels hat oder eben auch wenn man, ja, es gibt ja wunderbare Wanderungen, auch zum Beispiel auf der Dominikanischen Republik, wo man zu Wasserfällen läuft und so riecht das. Also das erinnert mich unglaublich an die Karibik und den Duft finde ich toll. Ja, Fiji ist jetzt natürlich nicht ganz die Karibik, aber ich glaube, es kommt vom Feeling her. Ja, dreimal nachbestellt. Ja, jetzt könnte man sich fragen, warum hast du kein Glas bestellt? Weil ich eben, wie gesagt, nicht unbedingt der größte Glasfan bin. Und auch bis das mal poolt. Ja, ich finde es schade, dass es bei Country Candle keine Melts oder so mehr gibt. Ja, das ist bei Village Candle anders. Ich habe mir einen neuen Duft mitbestellt. Zum einen hat mich total dieses Label angesprochen. Ja, von Village Candle, Palm Beach. Und das sah einfach... Es sieht einfach traumhaft aus mit diesen Palmen und ich finde auch die Wachsfarbe wunderschön. Im Gegensatz zu Country und Kringle ist ja hier auch das Wachs gefärbt, wie bei Yankee. Oh, der ist gut. Der riecht, ich weiß leider nicht mehr 100% nach was der geschnuppert hat, aber auch der hat was Fruchtiges, wie Beeren. Er hat irgendwas Blumiges noch drin. Was hat denn der Kater hier? Ein Gemamse, lasst euch bitte nicht stören. Er wird nicht gequält. Er steht wahrscheinlich vor der Tür und sie öffnet sich nicht. Weil ja der Türöffner hier steht. Es riecht lecker. Auch irgendwas Kokosmäßiges könnte drin sein. Ananas. Oh, es ist ein Traum. Also ich finde den super, super lecker. Also der riecht wirklich... Also ich bin ja auch so eine Obstige, die das sehr, sehr mag. Und ja, den finde ich wirklich toll. Gefällt mir gut. Und mir gefällt auch wirklich die Wachsfarbe. Und hier ist es ja so schön, dass man eben 6 Nuggets hat und es reicht in der Regel einer für eine Duftlampe, für einen Raum wie meinen, der glaube ich so 25, 28 Quadratmeter hat. Absolut ausreichend. Dann riecht trotzdem gefühlt die ganze Wohnung noch danach. Ja, ich freue mich drauf und ja, bin mega, mega gespannt. Dann habe ich mir ich glaube zum ersten Mal ein Goose Creek Melt bestellt. Und zwar den Soothing Coconut. Und ich bin ja ein Kokosnussmädchen. Ich liebe Kokosnuss gefühlt in allen Varianten, wenn es um den Duft geht. Und ich war sehr gespannt, zum einen auf Goose. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch keinen Goose Creek. Und ich war auch einfach auf einen neuen Kokosnussduft aus. Wie ihr seht, bei mir ist Summer Never Ends. Und der riecht wie Pina Colada. Nur mehr Kokosnuss als Ananas. Der riecht lecker.
Also der riecht wirklich wie eine Kokosnusscreme. Also der hat so dieses cremige, so ein bisschen, ich würde es nicht sagen wie Nivea, es ist kein klassischer Nivea-Duft, aber er riecht cremig, wahrscheinlich durch dieses Soothing. Und der riecht unglaublich gut nach Kokosnuss. Oh, der ist toll. Oh, der ist toll. Der riecht lecker. Und den kann man eben in der ganzen Wohnung anmachen. Ich finde, Kokosnussdüfte gehen in der ganzen Wohnung. Vom Bad, über Schlafzimmer, im Flur, Büro. Küche ist immer, finde ich, ein bisschen schwierig. Weil halt so dieses cremige, ne, das ist so, es ist halt kein Foodduft. Ich finde, was Frisches passt in die Küche immer besser. Aber super lecker. Also ja, absolut toller Kokosduft, der, wenn so toll riecht in der Duftlampe, wie er das hier tut. Ach, ich muss da direkt noch eine Prise nehmen. Ja, das ist echt cremige Kokosnuss-Sahne und wirklich so ein bisschen Pina Colada, aber nicht Ananas. Also das muss man ganz, ganz klar sagen. Die Pina, also die Colada sozusagen, die Pina, die Ananas fehlt. Aber super lecker. Also, oh, da kann man sich direkt reinlegen. Einfach großartig, duftet wirklich super gut. Dann glaube ich schon, das letzte Tarte ist ein Tarte, da habe ich auch in Berlin am Glas geschnuppert. Und zwar sind das, ja, ich glaube auch so Herbst Limited Editions Düfte, die sich ja unterscheiden. Das Autumn Pearl, jetzt wo trotzdem das ganze Jahr da bleibt, weil es eben einfach der neue Duft in dem Herbst ist. Und da gab es 4 Gläser von dieser Limited Edition Herbst 2018 und die handelten alle so ein bisschen irgendwie um Kürbis. Und wir haben, Tanja von Berlin Books war mit dabei, wir haben an allen 4 gedüftelt, geschnuppert und ja, haben so, glaube ich, beide den gleichen Favoriten gehabt. Und zwar das hellbeige Glas. Und zwar ist das der Lucius Pumpkin Trivial. Und bei Duft und Raum gibt es den eben ja auch als Tarte in der US Limited Edition, also in der US Edition, weil der US-Markt eben auch diese Limited Edition als Tarte herausbringt und man sozusagen kein Glas braucht. Und ich finde ihn toll. Also er riecht auch im Tarte genauso, wie ich ihn in Berlin in Erinnerung habe. Er riecht wie ein Spiced Latte. Ja, lecker. Also wirklich sehr würzig. Teigig, vanillig, leichter Kürbis. Es ist wirklich wie wenn man so dieses Pumpkin-Topping, was man ja von so manch einem Latte Macchiato eben kennt. Er riecht lecker. Er riecht unglaublich lecker. Ein bisschen nussig. Also sehr, sehr lecker. Ich freue mich sehr auf den. Und das ist für mich nicht mal direkt ein Herbstduft, sondern tatsächlich schon eher ein Winterduft. Ja, ich weiß, der Kürbis gehört in den Herbst. Aber durch dieses teigige, also riecht der super lecker. Also ich bin mega, mega gespannt, wie der warm duften wird. Huch, Entschuldigung. Wie der warm duften wird und ich finde den großartig. Also, ja, wer sich jetzt fragt, was so ein bisschen der Unterschied an den US-Düften und zum Beispiel dem normalen Tarte ist, es ist, glaube ich, tatsächlich auch der Preis. Also die US-Düfte sind immer ein bisschen teurer. Aber man hat eben die Möglichkeit, was ich einfach schön finde, ich komme jetzt auch an diesen Duft. Ich hätte ihn mir als Glas eben einfach nicht gekauft. Muss ich ganz klar sagen, dazu bin ich einfach kein Gläserfan. Ich habe auch noch einige Gläser hier stehen, die ich nur sehr ungern tatsächlich immer anmache unter der Woche, weil gefühlt ich eben keine 3-4 Stunden abends einen Duft anmache, bis es dann mal poolen würde. Ach, der ist großartig. Also wirklich ganz, ganz tolle Düfte, die ich mir hier besorgt habe und auf die ich mich auch schon mega gefreut habe. Und der eigentliche Grund, ich glaube, das kann man fast so sagen, für diese Bestellung war, dass es eckige Gläser bei Yankee Candle gibt. Ja, jetzt an sich natürlich nicht das eckige Glas, das muss man ganz klar sagen, jetzt fühle ich das hier mal raus. Es gibt eine neue Reihe bei Yankee Candle, die sich Elevation irgendwas nennt. Elevation, die Elevation-Reihe. Und diese Gläser sind eckig und nicht mehr rund und haben wohl ab der mittleren Größe auch 3 und 2 Dochte, wo ich mir denke, endlich reagiert Yankee Candle darauf, dass ja sehr viele sagen, gerade die großen Gläser sind manchmal ein bisschen zickig beim Abbrennen. Ich habe mich anfixen lassen. Zum einen finde ich das Design super, super schön. Ich finde das mal was ganz anderes, dass man jetzt eckige Gläser hat.
Und ich finde die wirklich sehr schick, sehr schön gemacht. Das Wachs ist eingefärbt, das finde ich auch sehr, sehr schön. Muss man nicht haben. Ich finde durchaus auch, dass das Weiße sehr stilvoll ist. Aber sie sind sehr dezent eingefärbt. Ich weiß gar nicht, ob es 12, 14 Düfte sind. Paddy hat schon einige in ihrem Video vorgestellt und ich packe das euch mal in die Infobox. Da könnt ihr euch von dieser Elevations-Reihe mal so ein bisschen was vorschwärmen lassen. Und der Duft, den ich unbedingt wollte, oder die beiden Düfte, waren ausverkauft. Das hat mich tierisch geärgert, weil ich es mit einem kleinen Glas probieren wollte, das glaube ich 92 Gramm hat. Oder bilde ich mir das ein, steht jetzt wieder mal kein Gewicht drauf. Ja, ist auch nicht weiter schlimm, das kleine Glas. Und dann war von einem dieser beiden Düfte, die ich wollte, eben das kleine Glas da. Und da dachte ich, jetzt bestellst du. Und zwar habe ich mir den Sweet Nectar Blossom bestellt. Das ist hier wunderschön. Also erstmal wirklich so diese eckige Form, super, super schön. Und die werden dann eben länger und nicht breiter, wenn sie größer werden. Ein wunderschöner Deckel. Diesmal kann auch nichts runterfallen, weil es hochwertig wirklich auch mit dem Gummi gemacht ist. Oh Gott, ist der toll. Oh. Oh, der ist wirklich schön. Meine Güte. Ja, Paddy hat total geschwärmt in ihrem Video. Und ich auch. Also es ist ein sehr blumiger Duft. Es waren ja, glaube ich, Lilien drin. Oh, Orange war mit drin. Das riecht man auch absolut raus. Also sehr blumig, vielleicht noch Geranien, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Oh, und dieses Orange ist toll. Oh, es riecht lecker. Vanillig. Nicht zu süß, sehr angenehm, sehr weich. Also es ist, ich weiß, was ist ein weicher Duft, aber es ist ein sehr weicher, warmer Duft. Ganz, ganz toll. Ja, ist ein kleines Glas, hat nur einen Docht, den finde ich aber bei der Größe absolut okay. Und das wäre, also es gibt leider die Elevations-Düfte nicht in Tartform. Aber ich glaube, wenn der toll ist, warm, dann ist das vielleicht tatsächlich ein Glaskandidat. Das muss man dann ganz klar sagen. Also Sweet Nectar Blossom, der riecht lecker. Super lecker. Auch das Tart finde ich super, super, super schön. Und ich bin, glaube ich, wirklich verliebt. Ach, der ist toll. Das kleine Glas hat jetzt, glaube ich, 11 oder 12 Euro gekostet. Ja, ich glaube, das Große nimmt sich dann nicht mehr viel. Also ich glaube, die Preise von den großen Gläsern, von rund zu eckig, das ist, glaube ich, kein großer Unterschied. Umgerechnet ist natürlich jetzt das kleinste Glas eigentlich das teuerste. Aber zum Ausprobieren, ich weiß nicht, ich würde mir halt nicht gleich ein großes Glas von einem unbekannten Duft holen. Weil wenn der nicht gut riecht, ja, kann man ihn irgendwo vertauschen oder... Aber es ist so ärgerlich. Aber der... Oh, der ist toll. Ich glaube, den mache ich auch als erstes an. Also ein absoluter Traum. Wenn die warm so duften, wie ich es jetzt erwarte, könnte das wirklich... Also es ist auch wirklich schick und es ist auch mal was anderes. Und ich finde schön, dass sich Yankee Candle da mal was Neues ausgedacht hat. Und ich finde halt auch schön, dass die größeren Gläser dann einfach 2, 3 Duchte haben. Und ein absolutes Träumchen, wie eine liebe Freundin von mir auch immer sagen würde. Ja, finde ich großes Kino. Habe wirklich ganz, ganz tolle Düfte. Also man kann wirklich sich gar nicht beschweren. Es ist nichts dabei, was mich jetzt auf dem ersten Schnupperer irgendwie nicht anspricht. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst anmachen soll. Also ich, vielleicht mache ich da mal eine Umfrage auf Instagram, beziehungsweise vielleicht habt ihr die dann schon gesehen. Ich muss auch nochmal eine Prise an Fiji nehmen. Es ist ein Traum. Also wirklich tolle, tolle Düfte habe ich mir zum Glück ausgesucht. Das ist ja gerade bei den neueren Düften natürlich immer, ne? Man weiß nicht, wie es schnuppert. Aber ich freue mich auch wirklich auf den Autumn Pearl und auf den Lucius Pumpkin Trivial. Oh, es ist, ja, ihr seht schon, ich bin hier im absoluten Bücher- und Dufthimmel und hoffe, dass euch das jetzt wahrscheinlich doch etwas längere Unpacking mit den zwei kleineren Bestellungen gefallen hat. Ich bin auch mega, mega gespannt auf diese beiden Einhorn-Düfte, an denen ich einfach nicht vorbeigehen konnte. Wenn die natürlich kommen, werde ich, denke ich, ein Live-Unpacking auf Instagram machen. Guckt in die Infobox, da findet ihr da auch mein Link dazu. Folgt mir da gerne und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Vielleicht habt ihr ja einen absoluten Lieblingsduft, dann einfach mal ab in die Kommentare oder kennt auch einen der Düfte, die ich jetzt vorgestellt habe oder wollt auch einfach mal sagen, wie ihr die eckigen Gläser findet. Und guckt gerne auch in die Infobox, da findet ihr Paddys Video dazu, wo sie einige Düfte der neuen Reihe sozusagen vorstellt. Und ja, aber haltet euch zurück, ne? Das ist immer sehr gefährlich, wenn wir, glaube ich, bei uns Duft-Junkies so ein bisschen vorbeischauen, weil das ist,
immer gemein. Man fühlt sich immer dazu, ach, alles duftet so gut. Und man möchte ja auch, dass es in seiner Wohnung und ja, in den Zimmern auch einfach lecker riecht. So, das war's nun aber von mir. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.